9 Morde an Migranten, ein Polizistenmord und 2 Sprengstoffanschläge. Für alle diese Taten wird der nationalsozialistische Untergrund rund um Beate Zschäpe verantwortlich gemacht. Die Nebenklagevertreter bezweifeln unter anderem, dass dieser lediglich aus 3 Personen bestand. Sie haben deutlich gemacht, dass sie die Angeklagten der Taten, derer sie angeklagt wurden, als überführt ansehen. Sie haben aber auch Ausführungen dazu gemacht, dass ihrer Ansicht nach weitere Ermittlungen gegen mögliche Unterstützer hätten geführt werden müssen, beziehungsweise auch Teil dieses Verfahrens hätten sein sollen. Am Mittwoch bekam die Familie des NSU-Opfers Halit Yozgat das Wort. Der Deutsch-Türke war 2006 in seinem Internetcafé in Kassel erschossen worden und damit das 9. und letzte Opfer der sogenannten Ceska-Serie, die die mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verübt haben. Vertreten wird seine Familie durch die Rechtsanwältin Doris Dierbach. Auch sie ging auf Teile dieses Gesamtkomplexes ein und hat die Auffassung vertreten, dass es Aufklärungsbedarf, noch weiteren Aufklärungsbedarf gibt. In ihrem Plädoyer wandte sie sich auch direkt an Beate Zschäpe. Diese wisse mehr, als sie sagt, habe sich nie von Mundlos und Böhnhardt abgewandt und sei deshalb noch immer gefährlich. Die Eltern von Halit Yozgat kritisierten hingegen das Gericht. Dieses sei ihre letzte Hoffnung gewesen, käme aber aus ihrer Sicht zu keinem Ergebnis. Es wird der Tag kommen, wo Allah alles aufklären wird, sagte Yozgats Mutter. Die Nebenkläger, die sich angeschlossen haben, werden von insgesamt 60 Nebenklagevertretern vertreten. Es haben 55 Nebenklägervertreter angekündigt, ein eigenes Plädoyer halten zu wollen. Bislang wurden 10 Plädoyers gehalten. 40 Plädoyers stehen also noch aus. Daher sei es schwer zu sagen, wie lange sich der Prozess noch hinzieht. Denn nach den Nebenklageplädoyers stehen noch weitere Schritte im Verfahren an. Wir werden dann im weiteren Verlauf noch die 14 Verteidiger der Angeklagten hören und am Ende dann noch das letzte Wort der Angeklagten. Wie lang die einzelnen Plädoyers dauern werden, hängt letztlich davon ab, wie groß der Erklärungsbedarf der einzelnen Verfahrensbeteiligten dann sein wird. In einem Punkt immerhin scheinen sich Nebenkläger und Bundesanwaltschaft einig zu sein. Beate Zschäpe halten alle für schuldig und mitverantwortlich für die NSU-Verbrechen. Für sie wurde lebenslange Haft gefordert. Dennoch sei es wichtig, den Prozess in nicht allzu ferner Zukunft zu einem Ende zu bringen, damit ein Urteil auch rechtskräftig wird.